Als nächster am Wort ist Kurt Ecker von der ÖVP. Dankeschön, Herr Präsident. Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie, aber auch an den Bildschirmgeräten zu Hause. Gut Ding braucht Weile, ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung über dieses Qualitätsjournalismus-Förderungsgesetz. Weil es schon ein Zeitl gedauert hat jetzt, muss man dazu sagen, bis das tatsächlich beschlossen werden kann, so wie es heute vorliegt. Es war uns immer ein großes Anliegen, den Medienstandort zu stärken, die Medienvielfalt zu unterstützen, die digitale Transformation zu begleiten und das stellen wir auch mit diesem Gesetz jetzt dar, einen Anreiz zu schaffen für hochwertigen und hochkarätigen Journalismus. Wer in diesem Land keinen besonderen Wert darauf legt, sieht man heute sehr deutlich. Erstens sind die Reihen der FPÖ sehr dünn besetzt. Zweitens hat niemand der Mühe wert gefunden, auch sich auf die Rednerliste setzen zu lassen, weil natürlich Fake News, Echokammern und FPÖ-TV ihr eigenes Programm sind und Qualitätsjournalismus nicht wirklich unterstützenswert erscheint. Wir wissen sehr genau, in welchen wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Medienhäuser sind, die Medienunternehmer sind. Und daher war es uns ein großes Anliegen, gerade in Zeiten von steigenden Lohnkosten, höheren Energiekosten, Papierkosten, die explodieren, auch dementsprechend Unterstützung auf den Weg zu bringen. Es geht darum, journalistische Arbeitsplätze abzusichern, sowohl im Printbereich als auch im Online-Bereich, das ist eine Neuerung, die Sicherstellung von vielfältigen Inhalten. Auch die Kollegin Brandstötter hat die unterschiedlichen Kriterien angesprochen, die formuliert sind vom Redaktionsstatut, vom Fehlermanagementsystemen, von Frauenförderungssystemen, Qualitätssicherung und regionale und internationale Berichterstattung, die Förderung der Aus- und Weiterbildung, aber auch die Medienkompetenzförderung, zum Beispiel in den Schulen, mit dem zur Verfügung stellen von kostenfreien Abos. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt noch auch mit einem Abänderungsantrag eine breite Mehrheit zustande bringen. Ich war zwar jetzt nicht ganz sicher bei der Kollegin Brandstötter, ob sie tatsächlich noch mitgeht, was sie vorher gesagt hat, aber ich verstehe ja, dass man das eine oder andere kritisch betrachten muss. Außerdem ist es uns gelungen, beim Presserat eine über 50-prozentige Erhöhung zustande zu bringen. Und ich möchte mich zum Abschluss besonders bei unserer Bundesministerin Susanne Raab bedanken, die da mit sehr viel Engagement dahinter war, aber auch beim Koalitionspartner der Eva Blimlinger und auch bei den beiden Vertretern der SPÖ, beginnend mit dem Jörg Leichtfried und dann am Ende mit der Mona Dutzter, aber auch bei der Henrike Brandstötter, dass sie diese für den Medienstandort wichtige Unterstützungsleistung auch unterstützen. Kurt Ecker von der ÖVP war das.